Willkommen, liebe Zuschauer, bei Modell und Bahn, dem Magazin für Freunde der großen und kleinen Bahnen, Folge 72. Kurze Info vorab, weil wir in dieser Ausgabe drei Themen haben, haben wir diese Sendung sendefreundlich in drei Teile zu je 25 Minuten aufgeteilt. Also freuen Sie sich auf insgesamt knapp anderthalb Stunden Sendung Modell und Bahn. Jetzt komme ich zu unseren Themen. Mit dem ersten Thema und Teil beginnen wir mit einer traurigen Nachricht, die sich hier und da bereits herumgesprochen hat. Das Loks in Berlin schließt Ende August seine Pforten. Wir bringen im zweiten Teil einen Bericht vom Tag der offenen Tür bei Pico in Sonneberg. Und in unserem dritten Teil unserer Sendung setzen wir unsere Sommerreise mit der Rennsteigbahn nach Schweden vom vergangenen Jahr fort. Im Teil 2 fahren wir von Östersund nach Porjus. So, liebe Zuschauer, dann lassen Sie mich zum ersten Thema kommen. Der eine oder andere wird es schon erfahren haben oder hat ungläubig mit dem Kopf geschüttelt, das Loks in Berlin macht zu. Kann einfach nicht wahr sein, ist aber so. Deshalb haben wir uns entschlossen, dieses Thema aufzugreifen. Seit September 2008 bietet das Loks am Alexanderplatz vielen Modellbahnfreunden, Familien und natürlich auch vielen Kindern die Möglichkeit, auf einer rund 800 Quadratmeter großen Modellbahnanlage Berlin in Miniatur zu erleben. Sie ist übrigens die drittgrößte Anlage der Welt. Doch nun soll Schluss sein. Das überrascht nicht nur die Modellbahner. Also ist es für uns ein Thema, hier im Loks am Alexanderplatz nach den Gründen zu suchen. Ich habe mich deshalb mit dem Betriebsleiter der Anlage, Jörg Vreh, verabredet, um mit ihm über diesen traurigen Umstand zu sprechen. Also das Schließen, ein trauriger Anlass ist es nicht nur für das Publikum, sondern für uns selber natürlich. Für uns heißt das in der Regel Arbeitslosigkeit, dann abschließen. Und insofern ist für uns das doppelte Traurigkeit, etwas aufzugeben, wo man sehr hart dran gearbeitet hat, aber eben halt auch eine Perspektive mit Fragezeichen. Und warum ist es so, 10 Jahre Mietvertrag sind ausgelaufen. Ich vermute mal, unsere Eigentümer konnten sich mit dem Vermieter wahrscheinlich nicht auf irgendwelche Konditionen einigen. Und unsere Eigentümer haben das Thema damit jetzt aufgegeben und möchten dieses dann in geordneten Bahnen zum 31.08. das Kapitel Loks sozusagen schließen. Es ist für uns, also für den Modellbahner, eigentlich völlig unvorstellbar. Ich meine, es ist ja die zweitgrößte Anlage neben Hamburg. Das Problem ist natürlich heute einfach auch bezahlbare Räume zu bekommen. Es ist auch, ich kann es nur aus meinem eigenen Privatleben sagen, wo ich auch im Modellbahnverein tätig bin. Auch dort ist es ein Diskussionsthema vor Jahren gewesen, bezahlbare Räume zu finden. Es ist sehr, sehr schwierig heutzutage etwas zu finden, was auch noch gerade hier bei Loks Touristennähe hat. So Stadtrand braucht man so eine Ausstellung nicht betreiben, da kommt keiner hin in Berlin. So, und das ist in anderen Regionen etwas leichter, in ländlichen Regionen. Man zahlt dort einen Bruchteil einer Miete natürlich als in einer Großstadt. Und Unterstützung gibt es hier in Berlin nicht für irgendwelche Dinge. Die selbst Kulturschaffenden und so weiter haben ja in Berlin große Probleme mittlerweile, Räume zu erhalten. Ich denke nur das große Kapitel Komödien am Kudamm. Also das ist ja ein Dauerbrenner in Berlin eigentlich. Und das ist ein Problem, solche Ausstellungen. Modellbahner sind ja nur ein geringes Publikumsteil von uns. Mit denen würden wir gar nicht überleben, sondern mit den normalen Familien, die sich angucken. Und für die ist es besonders schade, weil für das Hobby, dass manch einer sagt, Mensch, könnte ich mit meinem Kind was machen? Das haben wir häufiger, solche Anfragen bei uns. Und man Rat geben kann, Mensch, machen Sie das so, wenn Sie mal was anfangen wollen mit Ihren Kindern. Das geht natürlich immer mehr den Bach runter. So, aber man kann es eben, es muss eben finanzierbar sein. Hat sich denn vom Berliner Senat überhaupt jemand mal dafür interessiert, seitdem bekannt ist, dass das Loks schließt? Nein. Als Schwerpunktthema der Großanlage werden Modelle von Berliner Bauwerken gezeigt. Neben Bahnhöfen und einem Ausschnitt der Berliner Stadtbahnstrecke sind Sehenswürdigkeiten wie Reichstag, Brandenburger Tor, Regierungsviertel und Fernsehturm im Maßstab 1:87 zu bewundern. Außerdem wurde auch ein großer Flughafen gebaut.
auf dem Flugzeuge in regelmäßigen Abständen starten und landen. Dieser Flughafen ist im Gegensatz zum BER fertig geworden. Vielleicht hätten die Erbauer vom BER mit Loks mal... Okay, das war jetzt nur so eine Idee. Seit 2013 befindet sich ein weiterer Anlagenabschnitt im Bau, der den Potsdamer Platz in Berlin darstellen soll. Das wird dann wohl doch eine Bauruine bleiben. Ich schaue mich ein wenig auf der Anlage um. Der komplette Nachbau des Berliner Bahnhofs Zoo oder auch korrekt Zoologischer Garten mit angrenzenden Gebäuden ist ein Hingucker. In ein düsteres Berliner Kapitel fühlt man sich zurückversetzt, wenn der Interzonenzug mit einer Ludmilla an der Spitze in den Bahnhof rollt. Einige Gebäude, wie der Beate-Huse-Laden am Zoo, gibt es nur noch hier auf der Anlage. Sehr schöne Einblicke gibt der legendäre Zoopalast frei. Derweile passieren viele Züge den Bahnhof. Ich schaue ein kleines Weilchen dem munteren Treiben oder besser gesagt Fahren zu. Interessante Zuggarnituren sind hier unterwegs. Ich verfolge den Schienenstrang weiter und lande, richtig gesehen, am Bahnknoten Ostkreuz. Hier allerdings das alte Kreuz. Das Original ist mittlerweile umgebaut und wird in den nächsten Wochen vollständig wieder ans Netz gehen. Gegenüber des Bahnhofs Ostkreuz sitzt der Fahrdienstleiter der Anlage. Eine ganze Wand voller Bildschirme beeindruckt. Und einer allein dirigiert den Zugverkehr.
Naja, nicht ganz. Er wird von sage und schreibe 30 Computern unterstützt. Anders ist ein reibungsloser Betrieb auch nicht vorstellbar. Vom Fahrdienstleiter vom Dienst, Sven Blechschmidt, möchte ich etwas zur Steuerung dieser Anlage erfahren. Ja, ich passe hier auf, dass die Computer die Züge richtig fahren. Und im Störungsfall greife ich ein und werde gucken, wo die Störung ist und beheben dann. Du kannst alles hier auf der Anlage überblicken mit den vielen, vielen Bildschirmen. Blickt man da überhaupt durch, wenn man vom Blicken reden kann? Ja, also in der Zeit, die wir das jetzt hier schon machen, da hat man dann ein Gefühl, wo ist was, und man weiß auch, welche Ecken besonders schnell betroffen sind und welche sehr störungsanfällig sind. Und da hat man eher ein Auge drauf, als wenn jetzt bloß zwei Gleise parallel laufen. Da muss man nicht jetzt immer die ganze Zeit hinschauen. Also, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, ihr fahrt hier digital. War das schon immer so oder habt ihr die Anlage erst im Laufe der Zeit umgerüstet? Nein, also die Anlage ist von vornherein als Digitalanlage geplant worden und wir fahren auch seit 13 Jahren mit der gleichen Software, sodass man sich ja nicht groß umstellen muss, sondern immer bloß dann gucken muss, wenn ein neues Update gekommen ist, was ist jetzt neu, und das entsprechend aktivieren oder nicht aktivieren musste. Wie viele Züge werden denn eigentlich hier gesteuert von dir? Also unterschiedlich, weil alles, was sich bewegt, kann halt kaputt gehen und wir wissen nicht, wann es kaputt geht, aber in der Regel sind so um die 150 bis 180 Züge auf der Anlage drauf, die dann im Wechsel von hier vorne entweder selber abgefahren werden können oder halt durch den PC dann aus dem Schattenbahnhof geholt werden. Es ist ja so, dass ich gehört habe, dass ihr sehr universell einsatzbar seid. Also eine Aufgabe von dir ist hier an der Steuerung der Anlage sitzen. Was machst du denn sonst noch so hier? Ja, das Universelle ist gut gesagt. Ist halt Fahrdienst, was wir alle machen müssen. Ja, also jeder Kollege, der hier irgendwo rumspringt, muss wissen, wie die Anlage funktioniert. Ja, und ansonsten sind wir halt aufgeteilt. Bei mir ist es so, dass ich entweder unter der Anlage liege, die Elektrik mache. Modellbaubereich kann man mich sehen. Ich mache die Führung mit, erzähle den Leuten dann, was sie hier alles sehen, wie lange es dauert, wie so ein Haus zum Beispiel entsteht. Ja, und wenn in der Lokwerkstatt mal ab und zu Not am Mann ist, weil die Kollegen im Urlaub sind, dann kann ich dort auch einspringen zur Not und auch mal so einen Zug reparieren. Klingt ja fast so wie Mädchen für alles, aber das im wahrsten Sinne des Wortes. Wie ist denn bei euch die Nachricht angekommen, dass das Loks dicht macht? Ja, dass Loks zumacht, war erstmal herber Schlag, ja, so schön in die Magengrube. Aber wir haben es ja rechtzeitig erfahren. Also wir haben jetzt ein bisschen Zeit, das Ganze zu verdauen und uns entsprechend für die Zeit danach auch vorzusorgen, dass wir da was finden. Ja, ist schade, aber ja, man kann es halt nicht ändern. Wir hoffen natürlich, dass sich jemand findet, der die Sache weiter betreibt. Ja, und dann muss man gucken, ob man eventuell die Lust hat, da noch weiterzumachen oder nicht. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Wie viele Jahre bist du schon dabei? Ich bin seit Juli 2004 dabei, also jetzt 13 Jahre. Ich schaue mich weiter um. Jetzt interessiert mich der Teil von Berlin, den fast jeder dem Anblick nach bekannt sein dürfte. Der Abschnitt der Stadtbahn zwischen Ostbahnhof, Janowitzbrücke und Alexanderplatz. Auch hier kann man sich nicht genug satt sehen, einschließlich der vielen Details rechts und links neben den Gleisen.
ich mache mich auf dem Weg in die Lokwerkstatt, quasi dem BW von Loks. Hier treffe ich Thomas Jagdmann, der sich gerade an einem Triebkopf eines ICE zu schaffen macht. Ist das jetzt schwierig, so eine Lokomotive zu reparieren? Na, schwierig ist es eigentlich nicht, weil es immer dieselben Handgriffe sind, weil immer wieder dieselben Teile verschleißen. Der durch den ewigen Gebrauch der Fahrzeuge, die fahren den ganzen Tag bei uns, hier 10 Stunden. Da ist Haftreifen, Zahnräder, Motoren am wenigsten, aber eben so Sachen, die verschleißen halt schneller als gewohnt. Und da sind die Handgriffe immer dieselben. Von daher keine große Herausforderung. Das ist ja immer die neugierige Frage, auch eines Reporters. Bei so einer Anlage, kannst du schätzen oder hast du eine Ahnung, wie viele Kilometer am Tag so eine Lok zurücklegen muss? Nee, also von den Kilometern her, da müsste man wirklich rechnerisch rangehen an die Sache. Von der Zeitmäßig kann man ja sagen, 10 Stunden am Tag fahren sie, ganz egal, über jeden Tag, aber was die an Kilometerleistung bringen, da bin ich überfordert. Wir haben so einen Rhythmus zum Reparieren, 200 Betriebsstunden, wenn die erreicht sind und die Loks vorher noch nicht ausgestiegen sind, dann liegen sie hier auf dem Tisch und werden eben gecheckt, aufgehübscht und dann werden sie wieder auf der Platte draußen und weiterfahren. Aber so Kilometerleistung, da kommt einiges zusammen. Und wie viele Loks hast du denn schon im Laufe der Zeit hier repariert? Ach, unzählige, weil das Spielzeug kommt ja immer und immer wieder rein. Ist ja nicht so, dass man wie beim Auto das Ding hier repariert kriegt und dann ist der TÜV dann für 2 Jahre gültig. Das ist ja, es ist halt Spielzeug. Ich sehe gerade, du baust hier den Decoder der ersten Generation, so wie es aussieht, ein. Der ganze Decoderbau ist ja, oder sagen wir, die ganze Decoder-Geschichte vorangeschritten. Hast du die ganze Entwicklung so live miterleben können? Ja, ich habe Decoder eingebaut, digitalisiert. Früher hieß es digitalisieren. Da wurde wirklich alles ausgelötet, was analog aussieht. Und dann kam wirklich der Decoder rein mit seiner 4 Kabelfarben. Immer rot und schwarz für die Stromaufnahme und orange und grau dann für den Motor. Und dann wurde das erste Mal getestet, ob das richtig funktionierte. Dann kann man sich um die Beleuchtung kümmern. Zusatzfunktionen hat sich mit der Zeit dann vereinfacht durch die Steckverbindung überall. Gibt es aber allerdings auch schon wieder ganz viele verschiedene Normen. Next und wie sie alle heißen und Plux und ja, könnte man vereinfachen, ist aber, sagen wir mal, Kinder können sich damit schon überfordert fühlen. Da muss dann wirklich schon eventuell geholfen werden. Da gibt es eine gewisse Steckerposition, die beachtet werden muss, sonst funktioniert es nicht richtig. Aber das Beste war, wie gesagt, früher noch alles raus, direkt vom Decoder, ohne Stecker an den Motor, an die Beleuchtung, an Stromaufnahme. Zu was hast du dieser Lok verholfen? Die Lok wurde jetzt digitalisiert. Die hatten einfach einen Decoder gekriegt, in dem Falle ein guter von Lenz. Und Beleuchtung wurde noch komplettiert, weil die ist, es war mal ein Schrottwagen, den haben wir wieder aufgebaut. Und der wird jetzt einfach mal schick gemacht mit dem Decoder und dann kann er wieder draußen fahren. Nach der Reparatur erfolgt noch eine Funktionsprüfung am Computer. Und dann kann der Zug wieder eingesetzt werden. Bei meinen Dreharbeiten bin ich auch von einem Schülerpraktikanten hier im Loks sehr unterstützt worden. Wir sind natürlich auch ins Gespräch gekommen und er kommt auch gleich zur Sache. So Norman, du bist ein Praktikant hier. Wie kommst du eigentlich zum Praktikum zu Loks? Tja, mein Traumberuf ist Lokführer und da ich den Betrieb schon ein bisschen länger kenne von meiner Kindheit, bin ich hier auch drauf gekommen. Ja. Macht auch viel Spaß. Was lernt man denn alles hier in Loks als Praktikant? Ich meine, es ist ja nur mehr als Kaffee kochen, denke ich mal, oder? Ja, garantiert. Ich war viel in der Lokwerkstatt hinten, habe mitgeholfen, Züge zusammensetzen, wieder sauber machen. Ja, Reinigungszüge müssen täglich gemacht werden. Von den kleinen Anlagen, Ausstellungsanlagen. Gleise putzen und in der Modellbauecke eben was zusammenbasteln.
Also alles Tätigkeiten, die man braucht, um einen normalen Betriebsablauf, wie es bei der richtigen Eisenbahn ist, zu machen. Hast du elektronische Vorkenntnisse? Ich meine, man muss ja doch schon einiges können und wissen, wenn man hier mit den kleinen Zügen hantiert, oder? Ja, technische Vorkenntnisse habe ich von der Schule. Ich bin ja auf eine technische Oberschule. Ja, da lernt man schon einiges. Hast du selbst eine kleine Eisenbahn zu Hause? Klein? Ich habe auch dieselbe Größe wie hier, H0. Ja, fährt auch alles sehr gut. Leider noch nicht digitalisiert. Wenn du jetzt das Praktikum fertig hast und du bist jetzt auf einer digitalen Anlage gefahren, dann ist doch sicherlich auch der erste Wunsch zu sagen, mache ich, aber da muss man auch Geld verdienen. Du wirst also als nächstes deine Anlage digitalisieren, oder? Ja, natürlich, aber erstmal viel verdienen dafür. Eine Frage zu deinem Berufswunsch. Du hast gesagt, du möchtest gern Lokführer werden. Das war gleich die Eröffnung. Das heißt also, du hast ein Herz für die Bahn. Hast du dich schon mal erkundigt, was ein Lokführer alles machen muss und vor allen Dingen, bei welchem Unternehmen möchtest du anfangen? Wie war denn privaten oder bei der Deutschen Bahn? Also ich wäre erstmal für die private klein anfangen. Was ich da machen muss, weiß ich noch nicht ganz genau, aber ich denke mal erstmal rangieren und sowas. Dann wünschen wir dir für die restlichen 2 Wochen, die du jetzt noch hier sein wirst, viel Spaß mit der Anlage und wir drücken dir alle Daumen, dass dein Berufswunsch in Erfüllung geht. Danke. Der Tag neigt sich nun dem Ende entgegen. Ich habe viele nette Mitarbeiter und eine tolle Modellbahnanlage kennengelernt. Schade, dass es das bald nicht mehr gibt. Zum Schluss hat Jörg Frey noch einen Wunsch an alle Modellbahner, Familien und Kinder. Würden wir natürlich noch gerne viele hier sehen, vielen noch die Chance bieten, sich das angucken zu können, bis es möglicherweise nicht mehr zu sehen ist. Und dann wird Ende August, wenn nicht noch ein Wunder geschieht, die Ära Loks Geschichte sein.